Läuft das schon oder was? Oh ja. Peace, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Erst einmal ziehe ich meine Mütze, weil ich erstens mich bei euch bedanken will für die Glückwünsche zu meinem 50. Video, also wirklich ein Heimfahrtsvideo. Das heißt, rein theoretisch ist ja das jetzt mein 51. Fockerchens Heimfahrtvideo. Zweitens ziehe ich die Mütze, weil mir schweinewarm ist. In der Früh hat es 1 Grad gehabt und jetzt hat es 14, aber ich fühle mich, als hätte es 34. Ja, die Wechseljahre. Ich habe, einer meiner letzten Videos war das, wo ich die Wallbox fest vorgestellt habe, hat einer geschrieben, das ist alles viel zu langatmig, was ich mache, das ist ja nicht auszuhalten. Naja, dann ist es halt so, dann musst du auf schnellen Vorlauf drücken oder einfach was anderes anschauen. Das ist der Vorteil, man kann ja frei entscheiden, ob man irgendwas anschauen will oder nicht. Genau. Um was geht's heute? Heute wird es auch gruselig, weil heute habe ich gelesen, dass gestern eine Entscheidung gefallen ist, die wahrscheinlich in Deutschland Krieg auslösen wird. Es geht um die Endlager der Brennstäbe des Atommülls, den wir haben. Diesen so sauberen und günstigen Atomstroms, der ja so sauber und so günstig ist, dass er richtig sauber und günstig ist. Es gibt nichts Saubereres und nichts Günstigeres, heißt es immer. Und da bin ich also komplett anderer Meinung. Ich bremse mal, weil der Vorfahrt hat. Okay, ich bin hier komplett anderer Meinung, weil ich eben anderer Meinung bin. Atomstrom ist nicht sauber. Atomstrom ist das Schmutzigste, was wir haben. Da ist jede, für mich ist da jede Kohle, jedes Kohlekraftwerk oder Dieselkraftwerk oder keine Ahnung was für Kraftwerk besser als Atom. Ich war schon immer gegen Atom, ich bin damals in die 80er Jahre auch auf die WAA-Demo gegangen. WAA, ein paar kennen es nicht. Oder nicht mehr. So ist damals ganz schön rund gegangen, war ganz gepflegt. Und bis jetzt war es ja immer so, es gab eigentlich kein Endlager. Es gibt immer noch keins. Bis 2050, glaube ich, soll es jetzt dann anlaufen. Aber jetzt suchen sie ein Endlager, weil Deutschland wahrscheinlich jetzt langsam mal dahinter kommt, dass ihr ein Atommüll nicht immer irgendwelchen fremden Ländern aufs Auge drücken können, sondern die müssen sich selber mal drum kümmern. Frankreich hat da, glaube ich, auch recht viel abgenommen. Es gibt ja dieses Gorleben, es ist das, ja, es ist ja kein Endlager, sondern es ist im Endeffekt so ein vorzeitiges Lager, wo man es halt so zwischenlagert. Gorleben ist ja das Zwischenlager quasi. Und wer es noch weiß, dass ja in die 80er so Gorleben sind ja dann in solche Container mit dem Zug nach Gorleben gefahren worden, was da immer abgegangen ist. Das war schon heftig, aber das wird nichts zu dem sein, was jetzt dann kommt. Ich habe viele Diskussionen, die sich gegen die Windenergie richten. Windenergie, ich lasse doch meine Umwelt nicht verschandeln und ich möchte kein so ein rundes Ding davon haben, das mir die Aussicht macht und der Schlagschatten und der ungeheure Lärm und so weiter. Sie sind eher für Atomstrom, weil der so sauber ist. Ja, und jetzt können Sie es mal beweisen, ob Sie wirklich atomstromfreundlich gesinnt sind. Denn wenn nämlich die Regierung das jetzt beschließt, das dauert ja nur ein wenig, es sind ja mehrere Ebenen, die da jetzt abgestimmt werden müssen. Und wenn die sagen, ja, ist jetzt blöd gelaufen, aber eigentlich ist das im Endeffekt fast vor eurer Haustür, dann glaube ich, wird die Atomstrombegeisterung ziemlich schnell weichen. Und ziemlich schnell in Demonstration enden,
weil sie sagen, ja, Atomstrom ist saugut und ist günstig und ist billig und ist sauber, aber nicht vor meiner Haustür. Nein, das wollen wir nicht. Das Endlager soll irgendwo anders sein. Geil ist, dass Bayern sich im Endeffekt schon von vornherein schon gleich aus dieser Diskussion gezogen hat, weil die gesagt haben, auch in Bayern, da wollen wir das eigentlich nicht haben. Aber sie benutzen ja auch Atomstrom und die haben ja ein eigenes Atomwerk, ein Kernkraftwerk. Und irgendwo muss ja der Dreck hin. Ja, also, ich denke, wenn der Reststoff von einem Kraftwerk, also quasi der Müll von einem Kraftwerk, wenn der 1 Million Jahre, habe ich jetzt gelesen, soll der gelagert werden, irgendwo in irgendwelchen gebohrten Löchern und Tunnelsystemen und so weiter, die sie ja im Endeffekt anlegen müssen. 1 Million Jahre müsste das gelagert werden. Dann denke ich mir, wenn der Müll 1 Million Jahre gelagert werden muss, dann ist der alles bloß nicht sauber. Benutze ich Atomstrom? Natürlich benutze ich Atomstrom, weil der Drittelmix ja auch aus Atomstrom kommt. Ich habe zwar einen grünen Vertrag, das heißt, alles, was ich benutze, sollte rein theoretisch mit grünem Strom wieder aufgefüllt werden. Ob das so ist, das kann ich auf eine Zunge, weil es gibt viel, was auf dem Papier steht, aber Papier ist sehr geduldig. So hundertprozentig nachfragen, wenn du es tust, dann kann da keine Antwort geben. Gibt da auch keine Antwort, will oder kann nicht, je nachdem. 1 Million Jahre, rechnen wir mal 1 Million Jahre. Also das heißt, die suchen jetzt ein Endlager, wo der Müll 1 Million Jahre lagern soll. 1 Million Jahre, das müsst ihr euch einmal vorstellen. 1 Million Jahre ist schon ein bisschen länger als 10 Jahre. Nicht viel, ein bisschen. Ja? Und ich denke, dass die Regierungen weltweit und auch die deutsche Regierung, die nehme ich damit dazu, dass die gar nicht wissen, was in 10 Jahren alles ist. Und 1 Million Jahre, die Menschheit gibt es nicht einmal so lange. Vor 1 Million Jahren, keine Ahnung, sind irgendwelche kleine Nagetiere umeinander gelaufen und Affen, die am Baum hocken. Und wenn die damals schon Pläne gehabt hätten, ihre Knochen oder ihre Fressalien oder sonst was irgendwo zu verbuddeln und nach 1 Million Jahre rauszuholen, wäre das schon sehr fortschrittlich gewesen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass irgendwo irgendwas 1 Million Jahre hält. Das heißt, so ein Endlager ist für mich im Endeffekt auch bloß ein Zwischenlager, sondern auch dem Motto, das tun wir jetzt da rein. Und wenn wir Glück haben, hält es so lange, wie ich noch meine politische Karriere habe. Und wenn ich dann mal in Ruhestand gehe oder vielleicht mal sterbe, und wir werden es alle tun, dann sollen sich andere drum kümmern. Dann sollen sich einfach andere drum scheißen um den Dreck, den ich verbrochen habe, weil ich für Atomstrom war. Ich hatte damals auf meinem Parker Atomstrom, nein danke, da bin ich heute immer noch der Meinung. Wir haben selber vor unserem Dorf, wo ich wohne, haben wir 5 Windräder stehen. Die sind jetzt ziemlich groß, aber es gibt garantiert noch größere. Sind die 200 Meter, ich weiß jetzt gar nicht, ob die 200 Meter hoch sind. Müsste ich mal irgendwie erforschen, ich glaube es jetzt aber nicht. Kommt mir nicht so vor, als wären die 200 Meter hoch, aber also die sind schon sehr, sehr hoch. Man sieht sie schon ganz weit, von ganz weit am Horizont sieht man es schon, sind 5 Stück. Und die sehe ich auch von meinem Haus aus. Hören tue ich sie nicht, die sind weg um die 2 Kilometer, nicht ganz. Und ich höre sie nicht. So, jetzt gibt es natürlich viele Leute, die gegen Windkraft sind und es werden immer mehr. Das sind so ganze Gesellschaften, die sich jetzt bilden und dann irgendwo, wenn irgendwo ein Windrad gebaut werden soll, dann sind die natürlich total dagegen und
klagen leider dagegen, sodass das eigentlich gar nicht so groß gebaut werden kann. Und das ist ja eigentlich ein Problem, das wir alle jetzt kennen. Windkraft wird ziemlich blockiert. In Bayern zum Beispiel sind, glaube ich, dieses Jahr 5 Stück gebaut worden. Und so habe ich mal so eine Reportage gesehen. Nagelt es mir jetzt aber nicht fest. Auf jeden Fall sind sehr, sehr wenig. Und darunter sind eben diese Windkraftgegner oder Windkraftblockierer, die nehmen dann Sachen wie zum Beispiel Infraschall, ich kann da nicht schlafen. Ganz ehrlich, ich bin mir sogar sicher, dass es Leute gibt, die das hören. Aber das sind bestimmt nicht alle, die sagen, die hören es. Also ein kurzes Beispiel, zum Beispiel im Heimkinosektor gibt es ja diese Projektoren und da gibt es ja verschiedene Techniken. Es gibt LCD, LCOS und es gibt DLP. Ich glaube, so, das sind die drei. Mehr weiß ich jetzt momentan gar nicht. Und DLP ist ein Projektor, der mit einem Farbrad verschiedene Farben projiziert und dadurch quasi Farben entstehen. Und der hat, keine Ahnung, Frequenz bis 120 Mal in der Sekunde dreht sich das Teil und kann somit alle Farben darstellen. Die genaue Technik brauche ich jetzt nicht erklären, weil um das geht es ja jetzt gar nicht. Aber es gibt Menschen, die können kein DLP anschauen, weil das Bild für diese Leute in Regenbogenfarben blitzt. Wenn du quasi von einem Ende zum anderen Ende von der Leinwand schaust und es ist zum Beispiel dunkel und es ist ein Weltraum und es ist eine Sonne und du schaust dann quasi, oder der bewegt sich dann so, weil die Kamera schwenkt, dann ist das für manche Leute, sehen da einen bunten Regenbogen, wie der blitzt. Und es ist unangenehm. Das sehen nicht viele. Ich zum Beispiel sehe es. Und deswegen kann ich auch keinen DLP-Projektor haben. Möchte ich auch keinen. Wenn einer Infraschall hört, weil der halt einfach dafür anfällig ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das unangenehm ist. Ich tue es jetzt nicht. Es gibt jetzt schon die ersten Forschungen, die dann schreiben oder die dann forschen, ob Infraschall sich auf den Körper irgendwie negativ auswirkt, auch wenn man es selber nicht hört. Und da kommt es jetzt auch schon langsam raus, dass es angeblich schon einen Einfluss hat. So. Jetzt haben wir hier in Bayern ja diese 10H-Regel, das heißt, wenn das Ding 200 Meter hoch ist, muss das Windrad 10 Mal diese 200 vom nächsten Haus wegstehen. Interessant ist, dass das ja dann 2 Kilometer sind, Luftlinie, und da haben wir natürlich schon Probleme, dass man sagt, da haben wir eigentlich schon fast keinen Platz, wo wir welche hinstellen können. Interessant ist, dass diese Regel andersrum aber nicht funktioniert. Das heißt, wenn jetzt, wie bei uns, wir haben 5 Windräder und die sind eigentlich von Schwenz an die gute 2 Kilometer weg. So, jetzt ist aber so, dass sich Schwenz ausbreitet wie jedes Dorf, wie jeder Ort mittlerweile. Und die nicht in eine Richtung oder in die andere Richtung bauen, sondern eigentlich auch in die Richtung Windrad. Das heißt, selbst wenn man jetzt die 10H-Regel eingehalten hat mit den Windrädern, erweitert sich die Gemeinde Richtung Windrad. Das heißt, dann hat man ja diese 10H-Regel eigentlich nicht eingehalten. Beim Bau ja, aber wenn man jetzt irgendwelche Grundstücke zuweist als Baugebiet, sollte man aber die 10H-Regel auch einhalten müssen, meines Erachtens. Weil wenn du dir jetzt da ein Grundstück kaufst und du sagst, du bist jetzt zu nah an den Windrädern dran und du hörst oder spürst diesen Infraschall, kann man natürlich wieder klagen. Auch wenn es dann wahrscheinlich abgeschmettert wird, weil du sagst, ja, du bist da selber schuld. Ja, aber so einfach wird das bei uns in Deutschland nicht sein. So, das heißt, den Leuten ist es lieber, wenn sie kein Windrad vor der Haustür haben. So, das heißt jetzt aber, im Schluss heißt es ja, dass ihnen lieber sein müsste, ein Endlager vor der Haustür zu haben. So, da
bin ja mal gespannt, ob das wirklich so ist. Ich habe mich mit ihm einmal unterhalten und er gesagt, ah, Windkraft und schlecht und rendiert sie auch nicht und schaut scheiße aus und macht alles kaputt. Und natürlich Vogelschlag ist ein Wort oder beziehungsweise ist ein Punkt, wo ich sage, ja, es kann schon passieren, dass Vögel durch diese Rotorblätter getötet werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das sogar so ist. Da bin jetzt keiner, der sagt, nein, das gibt es nicht. Aber interessant ist halt einfach, wo werden denn Vögel nicht getötet? Hochspannungsmasten, sagst du? Ich habe mal gesehen, wie ein Schwan in den Hochspannungsmast geflogen ist, also in die Leitung rein. Junge, Junge, da hat es batscht. Und ein richtiger Höller Lichtblitz und ein richtig lauter Knall. Und ich habe dann hingeschaut und gesagt, was war denn jetzt los? Und dann sind überall die Federn geflogen und das Teil ist runter. Der Schwan ist dann von keine Ahnung wie viel Meter, was sind denn das, 30 Meter oder so, runtergefallen und war schnitzitot. Ja, also müssten wir auch Hochspannungsmasten verbieten, weil da gibt es auch Totschlag. Autobahnen müssten wir verbieten, weil ich habe schon oft gesehen, dass irgendwelche Greifvögel oder Vögel am Rand liegen, weil sie halt einfach vom Auto erwischt worden sind. Auch die müssten wir dann verbieten. Wir haben hier, wie gesagt, diese 5 Windräder und die stehen schon längere Zeit. Ich glaube gar nicht, dass sie es heute so bauen dürften, wie sie es damals gebaut haben. Bin immer sicher, dass es, wenn sie es jetzt bauen wollten, nicht mehr bauen können. Wir haben hier zum Beispiel ein Schwarz- und ein Rot-Milan-Pärchen mittlerweile. Die müssten hier, und die haben sich nach den Windrädern hier eingenistet. Das heißt, scheinbar sind denen Windräder scheißegal. Könnte sein, weil sonst würden sie nicht hergehen. Ja, gehe ich mal davon aus. Und die fliegen da so kreuzer quer auch zwischen den Windräder fliegen die da rum, das ist denen egal. Ja, also Vogelschlag ja, aber kann ich jetzt auch so als Grund jetzt auch nicht so recht freigeben. Ja, für mich jetzt. Nein, für mich, ist meine Meinung. Also jeden seine eigene. So, dann gibt es natürlich, habe ich mich mit einem mal unterhalten, ja, Kohlekraftwerk. Das heißt, der will lieber Kohlekraftwerk als Windkraft. Aber ich sage, naja, schau doch mal um, was jetzt da im, wo ist denn das, Sachsen-Anhalt? Na, wo ist denn das? Wo sie ein Braunkohlewerk haben, wo sie jetzt 5 Dörfer räumen wollen, weil die eigentlich auf dem Grundstück von dem Konzern stehen und jetzt eigentlich die Dörfer räumen sollen, weil die Dörfer abgerissen werden, weil da jetzt Braunkohle gebackert werden sollte. Das heißt, ihm wäre es lieber, wenn sein Haus weggebackert wird, als also oder zwei solche Windräder vor der Tür zu haben. Ganz ehrlich, Leute, geht's noch? Werdet ihr nicht gescheiter? Unfassbar! Unfassbar! Stellt euch vor, ihr habt ein Dorf mit keine Ahnung wie vielen Einwohnern und dann wird da so ein Braunkohlebagger hingestellt vor das Dorf, das länger, breiter und höher ist wie das ganze Dorf. Und dann fängt ihr das Bagger an. Dann könnt ihr mal schauen, wie ihr eure Bodenplatten oder Keller plötzlich wieder zusammenweiseln müsst, weil es alles auseinanderschiebt. Denken die Leute nicht mehr? Vielleicht denkt sie das jetzt auch von mir. Also, was redet denn der für einen Scheiß? Der denkt auch nicht. Es gibt Leute, die haben jetzt sogar was gegen Solaranlagen auf irgendwelchen Ackerflächen, die neben den Autobahnen sind oder so. Es gibt Leute, die haben was dagegen, weil da wird man geblendet oder ich weiß gar nicht, warum die da dagegen sind. Aber Hauptsache Atomstrom. Atomstrom ist geil, ist sauber und billig. Habt ihr es noch? Schutzvoll im Kopf. Mikrowellisiert vielleicht? Zu viel mit dem Handy gespielt? Ich weiß es nicht. Sagt es mir einfach. Schreibt es in die Kommentare rein. Wie denkt ihr drüber? Ist jetzt Krieg? Weil ich kann mir das schon vorstellen, wenn die Bundesregierung sagt, ja, eine Kommission, wissenschaftliche Kommission hat gesagt, in der Gemeinde Birkland, da gibt es viel Schiefer oder Granit oder keine Ahnung was, und da ist es perfekt, da gibt es so gut wie keine Erdstöße oder so, perfekt, da machen wir jetzt das Hauptlager rein.
da möchte ich nicht mal sehen, wie weit die kommen. Die werden da keinen Spatenstich machen, weil dann ist hier, dann ist Krieg. Und es wird wahrscheinlich überall in ganz Deutschland sein. Und dass man den Atommüll ins Ausland verfrachtet, bloß weil es dafür zahlen oder weil es einfach ein größeres Land haben mit weniger Leid oder so, das ist doch nicht die, das ist doch nicht die Lösung. Die Lösung ist zumachen, abschalten, klack. Kann man natürlich sagen, du wirst duster, dann kannst du dein blödes E-Auto auch nicht fahren. Das wäre möglich, ja. Ich erzeuge meinen Strom jetzt selber und ich lade mein E-Auto, wo es geht, mit meiner Solaranlage. Und ich tue das locker mit zwei E-Autos und mit einer kleinen Solaranlage. Dauert ein bisschen, aber gut. Kann nicht jeder, ist mir völlig klar. Aber Atomstrom, nein, danke, sage ich dazu. Da bin ich ein Gegner dafür. Oder davon. Ich bin ein Gegner dafür. Ist auch blöd, oder? Ein Gegner davon natürlich. Ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Waldarbeiter zusammenfahre, die jetzt da am Wald arbeiten. So. Sehr schön. Schön machen die das. Ja, das war's. Schreibt es in den Kommentaren, was meint ihr dazu? War es wahrscheinlich wieder zu lang abnehmen. Es tut mir leid, aber so bin ich halt. Ich höre mich gern reden, aber wenn es nicht kommt. Ha! Servus, sagt locker. Euer Fokker.